Hi, ich war gerade bei DM und ihr Platz mit meinem Freund und meinem Bruder und ja, da habe ich mir ein paar Sachen gekauft und die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Also als erstes war ich bei ihr Platz. Da habe ich mir diesen Lippenstift gekauft. Das war ein Catrice. Ist jetzt schon ein bisschen angedeutscht, weil ich den gerade schon benutzt habe. Der ist sehr, sehr cremig, also und sehr farbintensiv. Kann ich die mal swatchen? Ist halt so ein Pink. Der ist aber aus dem alten Sortiment oder aus einer LE oder so, weil der war reduziert. Wie viel hat der nochmal gekostet? 1,75. 1,75 hat der gekostet. Und das ist die Farbe 150 Berry Pink. Ihr seht das jetzt. Ja, den finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch aus dem normalen Catrice-Sortiment diesen gekauft. Das ist auch so ein Pink, aber der ist ein Ticken dunkler als der andere. Ach nee, das war der hellere. Also der geht auch so ein bisschen mehr ins Rote noch. Also sie sind schon sehr ähnlich, aber nicht gleich. Also das hier, der untere, ist jetzt der Berry Pink und der obere ist der, also der heißt Pink Me Up. Und ja, den finde ich sehr, sehr schön. Und ja, ich hatte jetzt noch nicht so Pinktöne, deswegen habe ich mir direkt Anzeige gekauft. Und der hat 3,99 gekostet, kosten die ja immer, die Catrice Lippenstifte. Und bei ihr Platz gibt es ja unter den Regalen da, wo die Sachen drauf stehen, immer diese Kisten, wo die Sachen aus den LEs oder so, die halt aus dem Sortiment jetzt sind, drin sind, die dann billiger verkaufen. Und ja, da habe ich mir noch diesen Lidschatten geholt. Ich weiß jetzt nicht, was der. Ja, der war aus der Glamorama LE. Das ist so ein dunkelblau. Sieht jetzt ein bisschen hellblau aus. Ach, so ein Azurblau. Der ist auch gut pigmentiert, wie man es halt von Catrice kennt eigentlich. Und der heißt C02 Drama Baby. Das war's von ihr Platz. Dann bin ich noch zu DM gegangen und wollte mir die LE von P2 angucken, weil ich habe mir die im Internet angeguckt und da, die fand ich richtig cool, die Viva Argentina LE. Und ja, die habe ich mir angeguckt. Im Internet fand ich das alles richtig schön so, aber in echt fand ich dann nicht mehr so cool, außer halt, was ich mir gekauft habe, den Amazing Metallic Eyeliner in diesem Blau. Der heißt 020 Paso Doble oder so. Das ist halt so ein richtig schönes Blau. Ist halt ein Liquid Eyeliner. So einen dünnen Pinsel. Aufgetragen sieht er so aus. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Ich hatte noch keinen blauen Liquid Eyeliner, beziehungsweise gar keinen blauen Eyeliner. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit meinen grünen Augen aussieht, aber ich hoffe, das wird gut aussehen. Ich habe gerade versucht, den blauen Eyeliner abzumachen, also nur mit Wasser und Seife. Und er geht nicht ab, also ohne Augen-Make-up geht er nicht ab. Ich habe ihn eben schon mal auf der Hand geswatcht gehabt, dann habe ich ihn halt mit Augen-Make-up-Entferner abgemacht. Und da ging er ab, aber jetzt habe ich gerubbelt und gerubbelt und er ist immer noch da, wirklich. Das ist echt krass. Dann habe ich mir noch diesen Eyeliner gekauft von Catrice. Das ist dieser Eyeliner Pen in der Farbe 060 Black Green. Und ja, der hat halt so eine Filzstiftmine. Und ja, finde ich sehr gut zum Auftragen. Und der ist halt so ein Grün, was auch eher ins Braune reingeht. Also auch so ein Olivgrün. Nur ein Dunkel halt.
Seite. Der sieht jetzt ein bisschen schwarz aus. Auf dem Auge sieht er auch ein bisschen schwarz aus. Ich habe ihn eben mal so einfach drauf getragen, aber sieht man jetzt nicht so gut, weil ich darunter noch einen schwarzen Eyeliner hatte. Aber ich trage euch den nochmal in einem anderen Video auf, dann könnt ihr das sehen. Ja, den finde ich auch sehr cool. Ach so, der hat 2,75 € gekostet. Und der Eyeliner-Pen, wie viel hat der gekostet? Der grüne. 2,75 oder so. 2,95 Ah ja. Der hat 2,95 gekostet. Also der Malte liegt da, deswegen rede ich nach da. Ja, und dann habe ich mir noch einen Lippenstift gekauft, den habe ich auch gerade drauf. Es ist dieser Nude Lippenstift. Von P2. Das ist die 012 Kärntnerstraße. Ah, oh, habt ihr bestimmt nicht gesehen. Oh, das ist dieser. Also so ein richtig schöner Newton, aber mit ein bisschen rosa. Kennt ihr bestimmt auch alle, weil den haben ja eigentlich ganz viele. Und ja, den finde ich sehr schön. Den Lippen sieht er halt so aus. Ich habe schon einen von P2, einen Lippenstift. Und zwar den Oxford Street, glaube ich. Also so ein roter. Und den finde ich aber nicht so cool wie den hier. Also ich finde den von der Konsistenz besser, weil der ist ein bisschen cremiger und hat man nicht das Gefühl, dass man den alle 2 Minuten nochmal auftragen muss. Ja, den finde ich sehr schön und freue ich mich sehr drüber. Und die kosten ja 1,95 €, glaube ich, die Nagellacke von P2. Nagellacke, Lippenstifte. Ja, dann habe ich mir noch so einen Ebeline Lidschattenpinsel gekauft, diese ganz normalen halt. Die für 1,15 Euro, davon habe ich schon einen. Aber ich finde die eigentlich ganz cool. Und deswegen habe ich mir noch einen gekauft. Und mein Nagellack entfernt das fast alles, deswegen habe ich mir jetzt einen neuen gekauft. Von Essence, dieser Nail Polish Remover. Mit Strawberry und Passion Fruit Duft. Und ja, die kosten 85 Cent, glaube ich. Und die finde ich eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt auch noch nicht wirklich andere ausprobiert, aber ich war immer sehr zufrieden mit denen, deswegen habe ich die jetzt weiter gekauft. Also ich finde auch nicht, dass die irgendwie die Nägel austrocknen oder so. Steht auch drauf, hilft die Nägel zu stärken. Ich habe ziemlich starke Nägel. Ich weiß jetzt nicht, ob es vom Nagellack entfernen oder so kommt, aber ja, ich habe, ja. So. Achso, dann wollte ich euch noch erzählen, ich habe bei Cosmetic for Less bestellt. Heute ist Mittwoch, am Montag, ne? Wir haben die gestern? Nee, gestern haben wir doch, gestern habe ich die andere bestellt, gestern Morgen. Montag, ja, gestern, also eigentlich habe ich Montag bestellt, aber dann habe ich noch ein paar andere Sachen gefunden, die ich doch noch haben wollte. Ja, und dann musste ich die stornieren und habe dann noch eine neue Bestellung gemacht, gestern Morgen. Und ja, dann haben wir das Geld gestern überwiesen und ich hoffe, also ich habe jetzt noch keine E-Mail bekommen, dass das Geld angekommen ist, weil die Überweisungen dauern ja immer was länger. Und ich hoffe, das kommt jetzt heute an, weil dann habe ich die Hoffnung, dass es am Freitag ankommt. Ich denke zwar nicht, weil die brauchen, glaube ich, 2 bis 3 Werktage und morgen ist ja Feiertag. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, gut, dann kommt sie halt am Montag, wenn ich... Ist ja auch nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall freue ich mich... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf jeden Fall freue ich mich da sehr drauf und ich werde euch das dann zeigen, wenn ihr möchtet. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen oder auch ein bisschen sehr oder es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben und mich abonnieren. Und ja, das würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Willst du noch Tschüss sagen? Tschö. Tschüss.